Was macht man, wenn eine Arena ansteht? Trainieren! Und dann in die Arena gehen! Genau, das haben wir gemacht. In der Pokémon Schwarz und Weiß Soul Link Challenge. Ich habe Schwarz und Weiß gesagt, das war gelogen. Schwarz 2. Genau. Man sieht es wahrscheinlich schon am Rahmen, dass wir ein kleines bisschen was geändert haben. Den Blaubeer hat sich entwickelt. Geil! Ich gehe mal kurz durch meins durch. McNugget hat nichts Neues gelernt. Roulade hat sich entwickelt, hat jetzt auch den Käferbiss und hat den Evoliten mit einer wunderschönen Verteidigung von 96. Das tankt, glaube ich, ziemlich alles in der Arena. Das wird helfen, das wird definitiv helfen. Paprik hat sich auch entwickelt, hat Schutzschild dazu gelernt. Petersilie kann, glaube ich, nichts Neues, trägt jetzt aber die Scope-Linse. Paprika trägt übrigens den Lachsrauch. Weil er ein Lachsnacken ist. Ganz genau. Und Flambe hat, glaube ich, auch nichts dazugelernt. Trägt auch weiterhin die Holzkohle. Und das war's. Ja. So, kommen wir mal. Das habe ich ja jetzt erst realisiert. Ich wette, ihr habt es schon in den Kommentaren geschrieben, aber Jan. Ja. Ich habe einfach zwei Evoliten. Das ist geil. Ich habe ja schon mal einen gefunden ganz am Anfang. Also, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich sehe gerade so Luxtra, also Brause, trägt den Evolit. Ich so, hä, habe ich den nicht Knacker gegeben? Also Knacksel? Und dann sehe ich so gerade so, doch habe ich, ich habe ja zwei. Also bei mir mal ganz kurz, bei Brause hat sich nichts getan, außer halt der Level 24. Dann Cookie auch Level 24, hat den Doppelhieb gelernt. Und das wusste ich gar nicht, habe ich eine nette Überraschung erlebt. Das entwickelt sich ja schon auf Level 24. Hat auch den Evoliten, also auch eine ansehnliche Verteidigung. Übrigens, Leute, guckt euch mal die Animation an von Knacksel unten rechts. Für mich sieht es so aus, als würde er sagen, so nach dem Motto, warte mal kurz. Achtung. Moment. Warte mal kurz, kann ich. Ja, so ungefähr sieht die Animation aus. Warte mal, Moment. Moment. So laut. Warte, kann das nicht. Ah, verdammt. Sonst würde man den hier machen, so. Ich sehe schon, wir fangen in der Arena schon Level 22 an. Okay, Brownie hier, auch nur Level 24, hat sonst nichts getan. Brokkoli wollte ich eigentlich noch zu Vegeta entwickeln, fällt mir gerade auf. Werde ich jetzt gleich ja noch tun, wenn ich den Blattstein. Ich glaube, ich habe einen Blattstein. Bin aber gerade nicht 100% sicher. Ich habe Samenbombe gelernt und Biss und Vegeta lernt zwar selber nichts mehr, aber ich habe keine Lust, das noch länger als Brokkoli zu halten, ehrlich gesagt. Und ich habe einfach Blaubeere ein Level trainiert. Hier ist ein Wo-Ingenau, Spiegelcape, Konter, Abgangsbund. Hurra, toll. Werde ich sowieso wahrscheinlich niemals benutzen. Außer ist es wieder so ein Last Resort Move wie bei Walter damals. So, jetzt die Frage, ich habe einen Blattstein, sehr schön. Ich denke mal, im Rahmen steht wahrscheinlich eh schon als Vegeta drin. Korrekt, wahrscheinlich schon. Das heißt also, war richtig der Spoiler, Leute. Echt mal. Okay, so. Du bist wahrscheinlich schon mit der Arena fertig und stehst direkt vor Arti, oder? Natürlich. Also ich bin beim zweiten Trainer. Der erste hatte nur zwei Stravickels und das ging recht fix dann einfach. Mit Flugattacken. Vegeta, richtiges YouTube-Pokémon einfach, hat permanent den Daumen hoch. Und Vegeta ist auch noch grün. Confirmed. Passt. So. Ich glaube, McNugget benutze ich für die ganzen wobei vielleicht soll ich die anderen auch noch ein bisschen. Also unser Level-Cap ist ja jetzt 26, wir haben uns ja bis 24 trainiert, also boah, sieht gut aus. Ich werde auf jeden Fall McNugget und Roulade für die Arena benutzen. Ich finde übrigens, dass die Arena hier einer der coolsten ist. Irgendwie, das schon hat schon was Gruseliges. Vor allem die Musik da drin, ne? Ja. So, wie viele Trainer gibt es hier, Jan? Du musst es richtig erraten. Wenn du falsch liegst, dann wirst du niemals wieder einen Gyros essen dürfen. Dann sage ich 4. Sind es 4? Ich habe keine Ahnung. Aber, was mir gerade aufgefallen ist, dadurch, dass McNugget bei mir das Münzamulett trägt, kriege ich von jedem Trainer hier, oder zumindest von den ersten beiden, 1408 Pokédollar. Wow. Gerade in so einer. Was bedeutet denn 1408? Tja, wenn ich das nur wüsste. Gerade in so einer Käfer-Spinnenwebenartigen Arena, ne? Ja, stimmt. Jetzt die Leute so, ja, was bedeutet das jetzt? Tja, das muss jetzt rausfinden. Kleiner Tipp, ihr könnt es sogar innerhalb meines Videos erfahren. Ihr müsst nur die Augen aufmachen. Yes. So. Jan, warum ist Stravickel so unendlich niedlich? Ich weiß nicht, es ist echt eine Worte. Oh, liebe mich! Jan, warum bist du so unendlich niedlich? Weil ich auch rufe, liebe mich. Ich muss mir das gerade vorstellen. Aber damals an der Würstchenbude, müsst ihr wissen, als ich da stand, verkaufen wollte, habe ich an der Ecke einfach Jan an einem Baum stehen sehen. Mit so einem Schild umgehangen. Lieb mich! Wie viel Schaden macht das Katapult?
Und ich so, das kriegst du nicht, nur wenn du arbeitest. Und so entstand dann die Kollaboration. Also ich sehe schon, was mein Problemkind bei Arti auch wird. Magnifol? Litomit. Ah ja, stimmt. Weil ich weiß, Arti hat ein Litomit. Ich meine, er startet sogar damit. Und Litomit vernichtet mein gesamtes Team. Weil es einfach mit Stein und Käfer gegen alles, was sehr Effektives hat. Ist doch legitim. Ja. Ich sag mal, seine Werte nicht gesenkt bekommen. Was ich mich gerade frage, tatsächlich, was ist das Bonus-Pokémon, welches er hier bekommt? Durch den Hürdenmodus. Gute Frage. Wird es dann 3 oder 4 schon? Ich meine, er hat sogar schon 4. Das wird übel. Also Litomito, Matrifol und dann noch irgendwelche zwei anderen. Stimmt, Strawickel. Vielleicht auch wieder ein Rollum. Das wäre aber mega lame einfach. Ja. Was ist los? Ach, ich liebe Litomits. Wenn sie vor allem Sandwirbel die ganze Zeit auf mich einsetzen. Ist doch schön. Weißt du denn schon, was du machst gegen Litomit dann? Ich überlege, ob ich es vielleicht sogar mit Folikon und Rasierblatt versuche. Weil es hat dann zumindest nur die Käferschwäche. Und es hat eine recht gute Verteidigung. Das könnte definitiv hilfreich werden. Vor allem, weil ich meinen Rollum auf jeden Fall für Matrifol brauche. Die Sache ist, ich muss halt hoffen, bei mir auch mal hier so gut, wie ich das mache. Wenn ich so mein Team angucke, ich habe halt Cookie und Brause, die was machen können, aber mein Matchup ist auch nicht so prickelnd mit wohin genau Vegeta und Lavita. Ja, vor allem Vegeta so, ne? Ja, halt, ich habe halt Käferschwächen ohne Ende und Lavita. Lavita halt kannst zumindest. Lavita kannst zumindest nicht gegen Matrifol rein, aber mit Lavita. Könntest du eventuell das Litomit umhauen? Genau, das würde natürlich gehen, also. So ein Steinhagel tut dem Ding sicher ziemlich weh. Ich muss mal schauen. Die Evoliten, die ich habe, sind natürlich extrem hilfreich. Ein bisschen so bei dem ganzen Matchup hier. So ein oder andere Evoliten hätte ich auch lieber noch gern dazu gehabt. Ja, das Itemglück ist diesmal ein bisschen mehr auf meiner Seite. Ja. Nachdem du da die ganzen Wahlbänder gefunden hast. Ja, gut. So, heilen wir erstmal Roulade jetzt außerhalb des Kampfes. Ich hätte mal gerne ein spezielles Pokémon, dass ich mein Wahlglas mal wieder benutzen kann. Habe ich irgendwas Spezielles? Jetzt, wo du das gerade sagst. Du bist physisch. Ja, doch, stimmt. Flambé habe ich was Spezielles. Aber sonst habe ich 4 physische Pokémon. Flambé. Oh, oui, oui. Die große Frage: Wie viel KP hat ein Litomit? Wird das reichen, Leute, die Drachenwut? Sie reicht nicht. Dann wiederum, jetzt, wo ich drüber nachdenke: Du hast eh deine Drachenwut. Du kannst damit alles two-hitten. Das ist wahr. Aber kommt er mir mit noch einem Litomit, das Vieh hier? Das war Tribi, wurde sogar gerade geone-shottet durch die Drachenwut. So, mal gucken, ob ich diesmal ein bisschen mehr Glück habe. Ich habe das letzte Litomit 3-mal zertrümmert und nicht einmal einziges Mal den Death-Drop bekommen. Wie viele Träder war das denn jetzt schon? Ich bin gerade beim 4. Okay. Na, jetzt ein Death-Drop? Endlich mal. Der Death-Drop, Leute! Er hat ihn gedroppt. Er hat den ja nicht, Jan droppt nicht den Draco, er droppt die Death durch den Draco. Das heißt also, wenn dein Draco-Meteor die Death senken würde, wärst du offiziell ein Cheater. Das stimmt. Oh mein Gott, der Gifton hat endlich mal auch getriggert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel. Ich guck mal, ob ein Doppelhieb vielleicht mehr Schaden macht. Das hat fast schon Schaden gemacht. Ich mach einfach wieder Zertrümmerer. Dein Doppelhieb macht nicht mehr Schaden. Oh Mann, ey. Katapult ist so eine witzige Attacke. Boing. Ja. Was macht das eigentlich nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Das holt Flug-Pokémon von Himmel. Ah, okay. Dass sie ihren Flugtypus verlieren für den Rest des Kampfes, glaube ich sogar. Echt? Das ist ein bisschen hart. Und Schwebe nimmt es quasi auch raus für den Rest. Ich meine, ich weiß nicht, ob es für den Rest des Kampfes oder nur für ein paar Runden. Also ich würde denken, für solange es eigentlich noch drin ist, oder? Also ja, solange es halt im Kampf ist, das Pokémon. Ja, okay, gut. Nicht dann, dauerhaft. Ja, das dachte ich gerade schon, ich dachte so, what? So, und Roulade Level 4. Wow, plus 4 Verteidigung hat es gerade bekommen. Das heißt, es hat mit dem Evoliten jetzt über 100 Verteidigung. Damn. Das Schöne ist, dass ich tatsächlich relativ wenig Schaden kriege mit Cookie, auch durch die Folikon. Ich meine, Matrifol hat, glaube ich, einen deutlich höheren Angriff als Folikon, aber das ist schon mal ganz nett. Okay, damit bin ich auch bei Arti. Das heißt, wir gehen wieder raus und gehen uns erstmal heilen. Ist echt nur 4 Trainer? Ja. Also nach dem Typ mit den beiden Litomit kommt keiner mehr? Also der ganz oben ist. Das ist der letzte. Ganz oben links. Okay, gut, dann
war ich auch schon, weil dann gehe ich auch nochmal raus. Perfekt. Gehe ich nochmal raus, müssen die AP auffrischen, dann sind wir wirklich zeitgleich da. Das ist ja super gut. Da bist du ja mit dem Trainer schneller fertig geworden, obwohl ich einen quasi Vorsprung hatte. Ja, also die Vortrainer waren halt schon recht easy. Wobei, ich habe mich ein bisschen an den Lithomids aufgehalten. Ja, die waren halt nicht so das Problem. Ich glaube, ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, mit Lavita anzufangen, weil ich meine, ich kann zwar das Lithomid dann wahrscheinlich easy rausnehmen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann halt, ich will ungern was in Matrifol reinwechseln, du verstehst? Ja, das kann echt wehtun. Also wenn mein Luxtra, was kein Luxtra ist, sondern ein Luxio, wenn mein Luxio Bedroher hätte, hätte man das mal machen können. Aber das heißt aber, wiederum, dass er, da er wieder männlich ist, hat er auch männliche Pokémon. Touché. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht gar nicht. Ich glaube, ich fange trotzdem mit Lavita an, einfach damit Cookie und Brause zum Notfall fit sind. Ja, ich, wie gesagt, ich mit Paprika, damit ich sein Lithomid schnell rausnehme, ohne dass die wichtigen Pokémon Schaden nehmen. Die Sache ist ja, alles, was nicht Stravickel heißt, sollte Lavita ja easy besiegen können. Prinzipiell ja. Zweite Sache ist, ich glaube, er wird nicht viel haben, was nicht Stravickel ist. Ich gucke gerade noch mal kurz durch meine TMs durch, ob ich da noch irgendwas Gutes gegen ihn habe. Also ich bin bereit und warte quasi auf dein Go. Ich gucke nur kurz Kraftschub. Kann das noch jemand lernen für alle Fälle? Nein, alle, die es können, können es schon. Na gut, ich bin bereit. Ich glaube, du hast Arti gesprochen. Warte. Ja, ich will nur noch kurz irgendein Item meinem Vegeta geben. Mhm. Für alle Fälle, ne? Ja, ich denke, ich nehme mal die Wiesentafel. Hast sogar eine praktische Tafel. Jetzt erinnere eigentlich wieder ein Modul- und Tafel-Show-Off bei uns. Können wir auch gerne machen. Ich habe aktuell... Ich meine, ich habe auf jeden Fall von beiden was. Wir können am Ende dann gucken, wie viel genau dann. Okay. So. You ready? TM. Ah, sehr schön. Erst nochmal mein Rest-Talker Maronbären-Pokémon ausgerüstet. Ja, Leute, das war ein kleiner Fail. Grüße gehen raus an Regis, Restock, Garados und Rest. Ich bin bereit. Okay. Das war wirklich... Ich habe vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Doch, geflüstert. Sehr leise, genau. Ja. Das war wirklich saubere Arbeit vorhin der Kanalisation. Meine Käfer-Pokémon sind übrigens schon ganz wild darauf, gegen dich zu kämpfen. Also meine Käfer-Pokémon sind echt die Besten. Die sind mein ganzer Stolz. Mein Litumid hat so süße Cola-Augen und ist auch wirklich zäh und stark. Meine Nummer 1 ist aber Matrifol. Besser geht's nicht. Er spoilert dein ganzes Team. Ich muss doch nochmal zum Pokémon Center, Arti. Ah, sorry. Pack mir immer einen Glurak ein. Es sind andere Pokémon-Klamotten, wie eine fürsorgliche Mama. Aber der Rest meines Teams besteht auch aus lauter Vorzeige-Pokémon. In diesem Sinne, lass uns kämpfen. Bei mir passt sogar ganz gut. Bei mir in der Kanalisation gibt es auch Käfer-Pokémon. Da hat er sie wahrscheinlich alle gefangen. Und? Wahrscheinlich. Du glaubst nicht, was ich in der Kanalisation zumindest einmal als Encounter gesehen habe. Botogel. Ja. Weißt du, ich laufe da rum beim Training, Sandy, Botogel. Botogel kauft man sogar ab, dass es eine ähnliche Stärke hat. Ja, so, Lithomid, du bist das Erste. Ich knabber mal an dir rum. Felswurf macht. Ach, scheiße, das macht Schaden. Okay, ich wechsle aus. Hat mir Finte gemacht, das hat auch ziemlich wehgetan. Er hat eine Zitrobeere, sage ich dir schon mal direkt. Die habe ich ihm gerade weggefressen. Ach so, stimmt. Das ist ein echt schöner Nebeneffekt, den ich gerne mal vergesse. Jetzt ist die Frage, bleibe ich weiter drin? Ich habe gerade irgendwie komplett vergessen, dass er Gesteinsattacken hat, die sehr effektiv gegen mich sind. Und die machen leider ein bisschen mehr Schaden, als ich erwartet hätte. Er pullt instant Matrifol bei mir als zweites. Mach mal kurz Schutzschild und guck mal, was er macht. Macht er weiter? Er macht weiter Felswurf. Das heißt, wenn er weiter Felswurf macht... Kann Petersilie da vielleicht was machen, ja? Weißt du, was der Signature-Move von dem ist? Ist das Kreuzschere? Puh, da fragst du mich was. Hm. Ja, und jetzt habe ich das Problem. Was schicke ich in Matrifol rein? Also Brause hat ein bisschen mehr weniger meine ich. Aber in Brause habe ich Rivalität. Na komm, bleib drin. Wieder bist du jetzt schneller. Du warst eben langsamer. Probier's mit Cookie, Leute. Oh. Hör auf damit. Alter! 6 KP. 6 KP? Okay, jetzt wechsle ich aus. Hast mich überredet, Kollege. Was ist mit der Drachenwut? Oh mein Gott. Nee. Was denn?
Ah, das macht sich voller Grasflöte. Es hat Yo! Glück, wie einfach hat... mein... Alter, Petersilie. What happened? Käferattacke auf Petersilie. Lebt es? Ja. Wie einfach den Wechsel predicted hat. Ah, das ist dumm. Jetzt ist er leider in... Wie viel hattest du nochmal? 27. Ne, Flambé ist leider langsamer. Der wird das nicht überleben. Roulade ist wahrscheinlich auch langsamer. Hat die Voller auch eine Citrobeere, Jan? Ja, geil. Ich muss Roulade einsetzen. Das ist leider das Problem. Wollte ihn doch nicht einsetzen. Rasierblatt ging daneben, sehr schön. Ich glaube, Matriful ist down bei mir, jawohl. Ich versuche jetzt, weil ich glaube, du brauchst es dringender als ich, Jan. Ich werde jetzt versuchen, nur im allergrößten Notfall ein Heil-Item zu benutzen, okay? Das wäre geil. So. Ach komm, senk doch mal die Verteidigung. Er hat einen Laukaps noch, direkt schon mal vorgewarnt. Hör auf zu treffen, hör auf zu treffen. Also ja, Cookie macht gerade... Warum heilt der nicht? Ich ging voll jetzt auf, dass er jetzt einfach heilen wird und hab weiter angegriffen. Das oh ist Gott. Grad bei dir draußen. Stopp, stopp, stopp. Immer noch Lito mit. Jetzt die Frage, heilt er oder heilt er nicht? Und reicht ein Zertrümmerer oder reicht es nicht? Er hat bei mir bisher nur einen Hypertrank eingesetzt. Ach, jetzt benutzt er den Hypertrank. Jetzt, wo ich angreife mit etwas Stärkerem. Ja, natürlich. Also Jan, er hat noch Laukaps und Lithomid. Aber positive Nachrichten, ich glaube, ich werde kein Heil-Item benutzen müssen. Ich benutze jetzt mein erstes für Roulade. Ich muss jetzt darauf hoffen, dass er sehr oft... Oh nee, jetzt war doch noch Steinpolitur. Ich muss darauf hoffen, dass er jetzt sehr oft nur zweimal trifft, weil ich werde alles jetzt auf Roulade wahrscheinlich brauchen, wenn er Felshof weitermacht. Hätte ich ihm doch die Eisenabwehr beigebracht. Okay, nevermind. Ich glaube, ich werde es doch ein Item benutzen müssen, weil er gerade anfängt, sich zu fluchen. Kannst du... Wie hoch ist die Chance, dass der Trümmerer die Verteidigung senkt? 50% oder nicht? Ich glaube schon. Dreimal Zertrümmerer? Kein Death Drop. Ja, nice. Ja, nice. Kannst du auch mal was anderes machen? Nee, weiter Felswurf. Okay, Highlight Nummer 2? Oder hast du schon eins benutzt? Ich habe keins benutzt, aber... Also ich werde es weiter... Das Problem ist, das Schnuthelm eskaliert gerade sehr hart bei mir. Mhm. Bleib bitte weiter halt, Leute, ich hab halt immer noch einen Fix... Kann der was anderes machen? Also ich habe ein bisschen Angst. Wenn er jetzt ein Highlight benutzt, dann wird's schlimm. Okay, jetzt hör bitte auf, hör bitte auf. Ich muss jetzt gleich noch ein Highlight-Item verwenden. Oh mein Gott, ich habe endlich mal die Verteidigung gesenkt. Bitte hab kein Highlight-Item mehr. Bisher hat er nur eins. Ja, also ich benutze jetzt mein drittes, ne? Ich hab keins gebraucht, Jan. Mhm. Er hat mit Schnutem einfach fünfmal Fluch reingesetzt, aber nicht einmal angegriffen. Geil. Oh gut, er hat nicht den Felswurf gemacht. So. Kampf vorbei und ich warte im May gewinnt Geld Screen auf so. Dich. Wie ist die Frage? Käfer ist auf Lithomid neutral, ne? Weil Käfer auf Stein ist neutral. Ja, und auf Käfer auch. Ja. Das heißt, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist der Käferbiss. Oh, er macht wieder Finte. Gut. Wit. Das macht mir keinen Schaden. Und er hat sich vergiftet. Oh, gut. Ich habe gerade einfach richtig reversed Flashbacks, wo ich einfach ewig an diesem ersten Pokémon bei Mika hing. Okay, Lithomid ist raus. Und Laukaps kommt rein. Und er hat keinen Hypertrank mehr vor allem, bedenke da. Ich überlege gerade jetzt, ob ich einfach weiter drin bleiben soll. Du meinst, Laukaps hat Schutzschild? Die Ausdauer hat es nur eingesetzt einmal. Warum hat er jetzt Laukaps reingerufen? Ich mache weiter Käferbiss. Aeroas hat das Ding, okay. Ich verstehe, warum er es reingerufen hat. Was hast du gerade draußen? Roulade. Dann hole ich jetzt Nugget rein. Okay. Also wenn du das Matriful outspeedest, sollte das ja eigentlich kein Ding mehr werden. Hoffentlich. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht, dass ich... Alter, krittet der mich einfach hier zur Seite. Wobei, wenn ich genug Zeit habe, einen Kraftschub zu machen... Die Frage ist, was kann das Laukaps? Was hast du bei dir alles eingesetzt? Ausdauer. Okay, komm, ich mache den Kraftschub. Mit dem Kraftschub traue ich mir zu, auch Matriful zu one-hitten.
Kopfnuss. Ah, stimmt, das hast du auch gemacht. Okay, das heißt, ich muss aber mein letztes Highlight-Item jetzt benutzen. Benutze ich es für Nugget oder benutze ich es für Roulade? Bin sehr froh gerade, dass ich keins benutzen musste. Oder versuche ich jetzt den Windstoß und versuche ihn damit zu besiegen. Christian, was? Oder? Ich habe jetzt, also Laukaps hat auch etwas mehr als die Hälfte und ich habe einen Kraftschub drin. Ich denke, das wird reichen. Die Frage ist, beziehungsweise ich bin mir fast sicher, dass danach Schluthelm kommen wird, eher. Okay, Laukaps ist weg. Mit dem Crit. Ob der jetzt okay. Gemeldet hat oder nicht, weiß ich nicht, aber gut. Ich glaube nicht. Matrifol kommt rein. Oh. Warum kommt Matrifol? Also, es kann Grasflöte und es kann Rasierblatt. Ich bin wohl schneller als ein Matrifol, oder? Es hat 92 Init-Base, also... Wie viel hat Tauboga, ist die Frage. Ich glaube nicht so viel. Ich bin aber nicht sicher. Er sitzt einfach, er kniet die ganze Zeit vor mir, so mit den Armen, so. Junge, was ist los? Komm für die Saat, sag was! Was mache ich jetzt? Wie viel KP hat McNugget noch? 18. Oh. Ich glaube nicht, dass du schneller bist, wenn ich ganz ehrlich bin. Hast du noch ein Highlight-Item? Eins, ja. Die Sache ist, wenn du jetzt heilst und der dich dann einschläfert, wäre das ziemlich kacke. Ja. Überlege, ob ich auf Roulade wechsle. Aber dann ist mein Boost weg. Aber Roulade hält viel aus. Also ich habe keine Attacke gesehen. Wenn es auch Aeroas kann, dann ist es einfach richtig geliefert. Nein, mir bleibt aber, glaube ich, nicht anders übrig, als Roulade zu wechseln. Und das Highlight-Item erstmal zu sparen. Then do it. Ja. Also Leute, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, geht alle zu Jan rüber. Haben wir jetzt eigentlich immer so abwechselnd, bei dem einen ist der eine Kampf schlimmer, bei dem anderen der andere. Weißt du, mit was er jetzt ankam? Grasflöte? Aeroas. Ich mach mal einmal Schutzschild und guck, was kommt erstmal. Ich sag's auch noch, weißt du. Er wollte Grasflöte versuchen. Aeroas hat mir jetzt 18 KP abgezogen. Ich habe jetzt noch 21. Und er hat sicher eine Zitrobeere, die könnte ich wegfressen mit Käferbiss. Ja, der hat eine Zitrobeere. Ist doch sehr effektiv, denk dran. Ja. Ich greife an und fress ihn weg. Yes, die Grasflöte ging daneben. Oh. Das müsste auch viel Schaden machen, oder? Leider nur knapp die Hälfte. Aber er hat nur ein Hai. Ich habe ihm jetzt quasi das Ding weggefressen. Hast du eine Giftattacke? Oder das Käfer? Nee, der Käfer ist ja 60 Stärke. Never mind. Hätte er einfach eine Giftdorn treffen können. Aber ich denke, das solltest du jetzt safe haben, weil ich wüsste nicht, was Schnuthelm dir anhaben soll. Ich benutze das letzte Heil-Item. Gut, dass ich es nicht für Torbogam verwendet habe. Ja. Weil ich kann, glaube ich, Aeroas, 4 Aeroas. Nein, er hat getroffen mit Grasflöte. Ich kann 4 Aeroas überleben, ne? Sei froh, dass er schneller ist als du, weil dann geht jetzt direkt ein Schlafturn weg. Seriously? Er krittet mich. Ja. Er ist aufgewacht. Danke. Matrifol ist weg. Ein Auf und Ab, ja. Komm schon, nur auf Schnuthelm. Das hat bei mir nur Fluch gespammt. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ja, das Problem ist, ich kann mit Rula natürlich nicht drinbleiben jetzt. Ja, aber... Das Einzige, was ich gegen Schnuthelm jetzt noch rausholen kann, und ich hoffe, dass er keinerlei Gesteinsattacken hat, ist mein einziges Pokémon, was irgendwie noch volle KP hat, und das ist Flambé. Ja, eine Gesteinsattacke, und ich bin jetzt einfach so RIP. Fluch. Was soll der können? Ich weiß es nicht. Hab einfach nur normale und Käferattacken. Wobei, bitte kein Käfertrutz, das sinkt meinen Spezialangriff. Wahrscheinlich wird er eh nichts machen. Du bist jetzt eh schneller und one-hittest ihn, glaube ich. Fast. Egal, ich bin schneller. Okay. Was hat er als zweites gemacht? Nochmal Fluch. Ja. Safe runtergespielt. Ja, okay, es ist vorbei. Meine Güte, der Kampf gegen Matrifol, ne? Ja. Mensch, du bist aber echt stark, aber hättest du nicht ein bisschen leiser kämpfen können? Alter. Ey, Rollum ist der Held des Tages, ne? Ein Applaus für Rollum und Jan. Wacht genau in dem Moment mit 6 KP auf, nachdem er noch einen Crit abbekommen hat, um das Ding zu finishen. Darf ich weiterlesen? Ja. Gegen einen Trainer wie dich ist es keine Schande zu verlieren. Alle Achtung, jeden Käferorden hast du dir redlich verdient. Steht dir sicher richtig geil. Danke. Ja, Jan, ich sag's doch, ne? Der erste Kampf hat dir Probleme gemacht, der zweite mir mehr, der jetzt wieder dir mehr.
Aber wir sind ohne Verluste durchgekommen. Das ist wahr. Und das war nicht immer abzusehen, sagen wir mal so. Dieser Aeroas-Crit war so unnötig, ne? Er hat einfach Spannung. Er wollte es nur spannend machen. Der Gelforden steht ja eigentlich noch viel besser als gedacht. Jetzt, wo du drei Orden gelangt hast, gehorchen dir alle Pokémon auf Level 5000. Geil. Und ich vergesse, das gebe ich dir auf. Was ist jetzt die Arena? Tatsächlich Gelforden, wow. Hat er nicht einmal benutzt. Bei mir schon, aber es hat nichts gebracht. Wobei doch, es hätte meinen Petersilie fast ge-one-hitted. Gelforden schwert zusätzlich noch einen Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Solche vermeintlichen Nichtigkeiten sind von Bedeutung. Und wir kommen dann auf zum Pokémon Center, heilen und erstmal chillen, würde ich sagen. Ja, wobei wir haben jetzt bald auch wieder einen kleinen Special-Kampf. Aber. Also, wenn wir auf die nächste Route gehen, erst, aber. Okay, ich dachte schon. Ich wollte schon sagen, macht der Jan mir Angst. Nee, ich mach doch keine Angst. Ja, bei mir haben hier Cookie und Brause super aufgeräumt. Ja. Weil Lavita natürlich auch was gemacht hat. Ich muss dir echt danken, dass du keine Heil-Items verwendet hast, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so. Ja. Nicht ohne Verluste geschafft. Gut, dass ich mit Lavita angefangen habe, weil so habe ich durch das Lithium quasi keinen Schaden bekommen auf meine guten. Auf meine wichtigeren Pokémon. Ja. Puh. Nur mal kurz nebenbei. Das nächste Level Cap ist sogar 32 schon. Ja. Das heißt, bis dahin habe ich auch ein Pupita. Yeah! Ja. Wenn es überlebt. Und du hast dann sogar auch ein Luxtra. Stimmt. Aber Leute, darüber reden wir erst beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.